Hallo, wir sind bei Intel am Stand auf der Computex 2014 und die junge Dame neben mir, die hier die ganze Zeit rumbrüllt, hat ausnahmsweise mal ihr Verstärker ausgeschaltet und ihr Mikrofon und tut mir den großen Gefallen, damit ich euch das hier zeigen kann. Das ist nämlich der Toshiba-Prototyp eines 7-Zoll-Tablets mit Windows 8.1, der von Microsoft während der Keynote gezeigt wurde und jetzt endlich mal auf dem Showfloor angekommen ist. Und wir haben uns das Ding mal ein bisschen näher angeguckt und da sind uns einige Dinge aufgefallen, die ja dann doch relativ vielsagend sind. Das Display ist ein 7-Zoll-Panel mit 1024x600 Pixeln in dem Fall. Und da wird dann schon deutlich, dass es sich hier wahrscheinlich um eine kleine Trickserei handelt. Denn das Gerät läuft, wie gesagt, mit einer zu geringen Auflösung für Windows 8.1. Normalerweise läuft Windows erst ab 768 Pixeln in der vertikalen Auflösung. Deswegen funktioniert hier auch die Screen Rotation nicht. So dass man hier also getrickst hat und das Ganze so modifiziert hat, dass hier Scaling stattfindet, man also auf 1280x768 skaliert, deswegen wirkt das Bild auch sehr verwaschen und es trifft im Prinzip keine Aussage über die endgültige Bildschirmqualität. Sobald das Gerät dann auf den Markt kommt, wird hier wahrscheinlich ein Panel mit 1280x800 Pixeln verbaut sein, damit das Ganze dann auch funktioniert mit Windows 8.1. Deswegen ist es auch nicht besonders wahrscheinlich, dass es bei dem TN-Panel, was hier drin ist, bleibt, sondern man eher auf ein IPS-Panel umschaltet, wodurch sich dann die Blickwinkel dann auch deutlich verbessern würden. Übrigens hat gerade dann doch die Screen Rotation funktioniert, sodass es hier immer noch Treiberprobleme zu geben scheint. Was sie gemacht haben offensichtlich ist, sie haben das hier liegende Android-Modell genommen und haben Windows 8.1 installiert. Das heißt also, es ist dieselbe Hardware. Das Gerät ist auch optisch absolut 100% identisch und verrät damit, dass man hier ja ein wenig Spaß betrieben hat, um das Ganze zu modifizieren, um Windows 8 auf einem 7-Zoller zeigen zu können. Das andere Gerät ist übrigens das Toshiba AT7C, was demnächst mit Android auf den Markt kommt und eines der ersten 64-Bit-fähigen Tablets sein könnte, denn das Gerät läuft hier jedenfalls mit der 64-Bit-Version von Android. Kommen wir zur Hardware des 7-Zollers zurück. Wir haben hier 1 GB Arbeitsspeicher an Bord. Wir können ja kurz mal nachsehen. Da haben wir hier die... Wir gehen mal wieder zurück zum Desktop. Das ist halt alles nicht so leicht zu bedienen. Wir haben hier 1 GB Arbeitsspeicher. Wenn man genau hinsieht, sieht man es auch. 1 GB Arbeitsspeicher. Es sind 16 GB Flash-Speicher an Bord. Es handelt sich also um die neue spezielle Installationsart, die hier verwendet wird. Es ist außerdem verbaut der Intel Atom Z3735G, der mit 1,33 GHz läuft und per Turbo Boost auf 1,83 GHz hochschaltet. Also reichlich Leistung eigentlich für so ein Gerät und gerade im 7-Zoll-Bereich dann auch völlig ausreichend, denke ich. Das Gerät wird noch relativ warm auf der Rückseite, gerade hier im oberen Bereich. Von daher sind hier wahrscheinlich noch einige Optimierungen fällig und die Software ist definitiv keineswegs bisher ordentlich angepasst worden. Wir gucken uns das Gerät mal kurz genauer an. Da haben wir hier oben eine kleine Kamera. Das dürfte eine VGA-Kamera sein oder 720p-Auflösung, wenn es denn hochkommt. Und wenn wir weiter rumschauen, wird dann gleich auffallen, warum man ganz einfach erkennen kann, dass es sich hier um ein gemoddetes Gerät handelt. Wir haben hier einmal den Kopfhöreranschluss, dann haben wir hier die Lautstärkewippe, daneben sitzen dann auch noch ein Mikrofon. Wir haben hier einen Micro-SD-Karten-Slot, ganz praktisch zur Speichererweiterung, gerade bei dem geringen internen Speicher dann auch bitter nötig. Daneben haben wir einen Micro-USB-Anschluss natürlich und an den anderen Seiten findet man dann hier erstmal nichts weiter, außer dass am unteren Ende auch noch ein kleiner Monolautsprecher angebracht sein dürfte. An der Seite findet man dann auch noch den Ein- und Ausschalter und was jetzt besonders auffällt, ist eben, dass hier kein Windows-Button vorhanden ist. Damit verrät sich dann eindeutig, dass es sich hierbei um ein gemoddetes Android-Gerät handelt, das als Prototyp verwendet wird. Und Intel hat auch mir gegenüber bestätigt, dass da lediglich eine Portierung des Betriebssystems stattgefunden hat. Sobald das Toshiba 7-Zoll-Gerät, was wahrscheinlich auf den Namen WT7 dann am Ende hören dürfte, auf den Markt kommt, gibt es wahrscheinlich ein anderes Panel und noch einen Windows-Button irgendwo. Ich war Roland für Mobile Geeks und das war ein kurzer Blick auf das Toshiba 7 Zoll Windows 8.1 Prototypen-Tablet, das eigentlich ein Android-Tablet ist. Und wenn euch dieser Content gefallen hat, dann gebt uns ein Like, folgt uns auf Facebook und wir sehen uns bald wieder. Und natürlich auch bitteschön den Kanal abonnieren. Bis dann!